Meine Freunde, es ist wieder soweit. Der letzte Song aus der Bohne, Akt 1, Schul im Bam, Chase You. Ich bin für euch da, Freunde. Ich habe heute, ich glaube, 5 Stunden gebraucht, um die Reaction überhaupt machen zu können. Irgendwie war ich nicht in the mood, ich war nicht so richtig da. Ich habe mir einen zu krassen Kopf wieder mal über die Comment-Section geschoben. Ich habe gedacht, okay, was kann ich besser machen? Was hast du da falsch gemacht? Was kannst du optimieren? Da rattert es halt oftmals, ja. Und ich funktioniere leider halt auch oftmals so, dass ich sage so, oh, ich nehme alles zu Herzen und zu krass oder so. Aber wisst, ich versuche mich da tagtäglich zu verbessern. Und wir schauen mal, wie es heute läuft. Ich habe auf jeden Fall jetzt Bock. Ich bin drin. Ich habe ein paar Käffchen mir reingezogen. Ich bin heiß. Ich will da auf jeden Fall jetzt was Geiles sehen. Und ich glaube, wir werden was Geiles sehen. Meine Freunde, wenn euch das Ganze gefällt, wenn euch das Format gefällt, lasst mir doch gerne ein Abo da, lasst mir doch gerne ein Like da. Schallert mal, ja, kräftig auf den Like-Button. Ich weiß, in der Live-Premiere oder so sind immer sehr, sehr viele Leute, aber ich bitte dich wirklich, es hilft mir enorm, wenn du einfach mal auf den Like-Button des Videos drückst. Ich weiß, die meisten machen das und das finde ich cool. Ich will nur mal dazu sagen, vielen, vielen Dank dafür. Und wenn du bis zum Ende des Videos dran bleibst, ganz interessant, da habe ich noch eine kleine, was heißt Überraschung, aber ein kleines Dankeschön, so, sagen wir es mal so. Und ich würde sagen, habe ich was vergessen? Puh, Kaffee? Okay, check. Anmoderation, check. Was bleibt, ist das Video. Wir haben 21 Minuten. Leute, ich versuche auch nicht komplett so Kickdown-mäßig lang zu geben, nicht unnötig in Länge rauszuziehen. Aber ich würde sagen, ich lasse es einfach fließen und ich gucke, was passiert. Also die Reaction halt, ne? Nur die Reaction. Niemand wusste, was das Rotkäppchen da eigentlich vergraben hatte. Ja, die Bohnen. Etwas von galaktischem Ausmaß. Magische Bohnen. Galaktisch. Über tausende Jahre hinweg verschwand der Märchenwald. Und an ihrer Stelle... Wer ist das? Schaufeln, Mixtape. Ich will nur ganz kurz nochmal drauf eingehen. Den Typen hat man ja auch im letzten Video, glaube ich, gesehen. Ne? Die Bohnen, da bin ich auch so abgegangen. Da habe gedacht, oh krass, Ehrenmänner. Da kam ja auch dieser Schuss aus der Kanone. Die Pirates, das war richtig nice. By the way, den Revidis habe ich dann nachgesehen. Ich bin jetzt schon so ein bisschen wieder... Schnappatmung, wo das hier jetzt in dem Video ist, wenn einer kommt und so. Und auch nochmal Shoutouts geht an Vincent Lee, der auf meine Sachen reagiert. Wenn du das, ich hock's mal rein, das Video von Vincent, Liebe geht raus, vielen, vielen Dank. Ey, ich, ist so ein Ehrenmann, das ist der wahre Ehrenmann, der die Werbung durchgeguckt hat und jetzt mittlerweile YouTube Premium hat. Herzlichen Glückwunsch dazu. Es ist so krass, die Videos hucken mich so und ganz ehrlich, also ich liebe euch. Ich find's so geil, dass wir zusammen chillen, die Videos gucken. Mich holt es ab, mich holt es auch oftmals runter von einem stressigen Alltag. Let's go. Was von galaktischem Ausmaß. Magische Bohnen. Über tausende Jahre hinweg verschwand der Märchenwald und an ihrer Stelle wurde eine Stadt namens Aachen errichtet, unter der die Bohnen immer noch zwischen den Wurzeln eines Baumes schlummern, wo der Uhu stets dreimal ruft. Okay. Ich dachte schon, wer ist das? Da hat mich so dran erinnert, der Typ, der letztens aus dem Pool gestiegen ist, bei diesem einen, ich glaube, das war ein Hey Chu oder so, wegen Unterhose, der war oben frei und da dachte ich mir, wer ist das jetzt? Okay, das heißt also, Chu stand letztes Mal schon hier vorm Feuer, vorm Kamin. Ich will nochmal ganz kurz die verschiedenen Mixtapes, Märchen, Mixtape, okay, okay. Ich habe da nur gerade eben was gesehen. Letztes Mal war dieser Rammel, ne, von Valadin, das mich so getriggert hat. Und da war jetzt auf dem Kassettenrekorder... Stadt namens Aachen errichtet, unter Aachen. Der die Bohnen immer noch zwischen den Wurzeln eines Baumes schlummern, wo der Uhu stets dreimal ruft. Das meine ich jetzt. Was steht da? Enjoy? Damn it. Ist das ein Raketenstift? Ein Stift? Enjoy? Vielleicht hat es auch gar nichts damit zu tun. Okay, der Uhu ruft dreimal Aachen. Ich versuche mir so mentale Notizen zu machen. Die Musik ist auch geil. Ich bin erschrocken. Wo findet ihr die Bohnen? Ist es jetzt... Endlich. Da bin ich mal auf deine Ausrede gespannt. Yo! Ist es deine... Okay, krass. Ihr habt ja schon gesagt, das wird ja echt lustig werden und noch spannend. Oh, krass, okay, Kayana. Da bin ich mal gespannt, was er jetzt sagt. Warum du meine scheiße Garten kaputt gemacht hast? Die Bohnen. Ich bin ihr Gärtner. Oscar? Ja, genau, Oscar. Oscar! 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 Es gibt keinen Oscar. Ich grab die Löcher auch wieder zu, versprochen. Ich ruf, ich...
Was ist das? Ist das Sparky? Hast du Sparky ausgegraben? Sparky wer? Sparky, mein Lieblings-Shisha-Tabak. Ach so, ich dachte schon, Sparky ist ein Hund. Ja, warte mal, jetzt ist Shisha-Tabak. Was hatten wir letztens? Traube, Minze oder so? Ich wollte gerade eben sagen, was auch mega spannend ist, glaube ich. Ich habe ja im letzten Video auch gesagt, so hey, diese Perücke von Stroppo hieß er, glaube ich. Ich habe auch rausgefunden, dass das jemand von den Butcher Sisters war. Butcher Sisters aus Mannheim, ey. Represent, muss ich mal meine Hood representen. Die habe ich letztens auf dem Fallen Fortress in Bad Dürkheim gesehen. Mega krass, mega lustig. Ich habe gar nicht gecheckt, dass der das ist. Und danach die Perücke wäre dieses Zeitschleifentierchen der Location. Das ist meine Theorie. Er niest rein, hat das irgendwie mit Feenstaub und mit Ketapan, mit ein bisschen Keta aus der Ketamine benetzt. Und jetzt ist es irgendwie so mutiert und die Ehrenmänner kommen auf den so. Aber ich wollte gerade eben sagen, darüber könnte ich auch mal so mir Gedanken machen, weil ich habe mir in meinem Kopf spinnt sich auch so eine Geschichte, so einen roten Faden und ich überlege mir die ganze Zeit, oh, was hat das jetzt damit zu tun und wie kommt das alles zusammen und welche Auftritte von Leuten kommen da noch und in meinem Kopf rattert es, ja, das ist lustig. Aber jetzt schon mal von der Produktionsqualität, ihr habt recht, es wird immer krasser, habe ich das Gefühl und es ist schön zu sehen, wie auch die Witze, wie soll ich sagen, ein bisschen on pointer werden. Ich weiß nicht, ich kann es vielleicht beschreiben, aber ich habe das Gefühl, es wird alles ein bisschen feinfühliger. Sparky wer? Sparky, mein Lieblings-Shisha-Tabak. Ach so, ich dachte schon, Sparky ist ein Hund. Ja, warte mal, jetzt ist Shisha-Tabak. Meine Frau hasst diesen Tabak, weil stinkt nach Hund. Sie macht sowieso viel zu viel Stress. Jetzt gib mir Sparky, sonst rufst du die türkische Baklava-Weitwurf-Verein, ein, hä? Was machst du hier überhaupt in meinem Garten an? Okay, was haben wir? Wait, what? Oh, jetzt mittlerweile wird es auch schwieriger, weil ich kenne die Leute nicht. BB Boss wollte ich eben sagen, aber what, das ist ein BBNOS oder ist das verkehrt rum? S Sonb? Ist es vielleicht kein B, sondern sowas anderes? Oh Leute, ihr, es ist wirklich unironische Art und Weise, kenne ich nicht und egal. Marken. Oh. Oh, krass. Yo. Oh, okay. Sorry. Ich wollte gerade eben sagen, wie hart drehen wir auf? Oh. Wie hart drehen wir auf? Es sieht anders aus, als es ist. Hör mir mal zu, ohne Anfall sage ich nicht. Dammit, wer ist das? Ich kenn das. Ist das irgendwas Internationales, oder? Ich glaube, das ist so ein Ami-Ding, oder? Oh, jetzt ist voll cringy, wenn das, oder peinlich für mich, wenn das 666.000 Kommentare. Herr Anwalt, wer ist das? Für diesen Einstand bin ich extra nach Aachen gereist. Bahnticket auch noch selber gezahlt. Meine Hashtag 9-Euro-Ticket, nur als 2 Minuten. Ich weiß nicht, wer das ist, aber das Lied kenne ich irgendwoher. Oh, wie krass werden. Ich wollte gerade sagen, das ist der Moment, in dem Holy hittet, wenn du es trinkst. Link in Description. Oh, krass. Es sieht anders aus, als es ist. Hör mir mal zu, ohne Anfall sage ich oh, yeah. Nichts. Was willst du tun? Weißt du denn überhaupt, mit wem du sprichst? Das ist mein Beruf, ich gebe professionell keinen Fick. Egal wo, wenn ich komm, wird ra ra ra, ra ra rasiert. Egal was du sagst, du willst bla bla bla, bla 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 mir. Und krass wird sowieso bei lelele legalisiert. Dass du ein Neschek bist, ist ga ra ra, ra ra rantiert. Wow. Was liegt da unter deinem Gras? Ist das dein Shisha-Tabak? Oh, ist es Sparky? Leute, das ist krass, mich holt es komplett ab. Also ich würde sagen, das ist auf jeden Fall 10 von 10 Banger. 10 von 10 Banger-Material. Musikalisch, auch hier, jetzt gerade auch durch Vincent, muss ich auch mal Props geben, wenn er da beteiligt war. Oder auch an allen Songs, ich weiß nicht, aber das ist auf jeden Fall Fire. Also Beat, Musik, die Lyrics, so total, also wie gesagt, das ist ja auch krass. Ich weiß jetzt nicht, wer das ist, welcher Artist, aber ich kenne das Lied. Ich habe das schon mal so irgendwo gehört und allein das reicht aus, dass ich da so reingezogen werde und denke so, oh ja, das zündet. Also der erste Song ist Killer, 10 von 10, zündet bei mir jetzt schon total die geilen Gefühle und ich denke so, oh yeah. Jetzt mal ohne Witz, das Ding zündet so krass.
Du sagst, du willst bla 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 blamieren. Und krass wird sowieso bei Dillele legalisiert, dass du ein Hashtag bist, ist garantiert. Ist doch im April, oder? Ich glaube, April 24 war das irgendwie so, nur bis zu einer bestimmten Menge Grüntee. Was liegt? Aber warum liegt Totenkopf neben deinem Tabak? Da sieht aus wie eine Frau, die du vor Jahren vergraben hast. Wo ist deine Frau eigentlich hin? Oder ist sie das? Ich glaube, es gibt da etwas Krasses, was du mir nicht sagst. Super Impositionstechnik. Kennt ihr das? Ich gucke als Medical Detectives. Das ist ja saulustig. Und oftmals haben sie dann diese super Foto-Imposition oder so irgendwas. Da legen sie irgendwie so einen Totenstädel so ein Foto drauf. Das ist lustig. Er hat ja schon gemeint, so, ach, meine Frau nervt. Also, das ist auch ein bisschen zu funny. God damn it. Euch von unten anzuschauen ist auch ein bisschen strange. Aber warum liegt Totenkopf neben deinem Tabak? Die aus wie eine Frau, die du vor Jahren vergraben hast. Wo ist deine Frau eigentlich hin? Oder ist sie das? Ich glaube, es gibt da etwas Krasses, was du mir nicht sagst. Moment, ich kann erklären. Ich bitte, das war ein Unfall. Vielleicht ist es ja ein Fall für den türkischen Baklava-Weitwurfverein. Ich bitte Sie, ich mache auch alles, was Sie wollen. Alles. Da jetzt nichts alles. Ich bin fumsig, ich habe im Kreuz. Aber dann behalte ich das hier. Okay. 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 Guten Morgen, Herr Yildirim. Ich habe ihm was Schönes mitgebracht. Cream. Das ist doch der Cream-Rapper, der der als Gärtner ist auch perfekt getroffen, oder? Mein Berufswunsch damals vom kleinen Cream, ich möchte Landschaftsgärtner werden. Hallo, Oscar. Oscar gibt's doch nicht. Egal. Jetzt ja, egal. Fehlt nur noch John. Shoutout an John. Ich habe John so krass lieben gelernt. Der Typ ist echt der Hammer, ne? Also ich jedes Mal, auch hier, ich weiß noch nicht, was für ein Kostüm das wird, aber es sieht auf jeden Fall spitze aus. Oh, wie süß. Tintenfischmann, hallo. Tintenfischmann. Was? Spuck mal. Squid? Ah, die hat noch auch Squid Game irgendwie mal. Deswegen wäre das voll lustig, wenn Elga. Aber, oh, ich wollte gerade sagen, ist echt niedlich, oder? So auf dem Kindergeburtstag mit Pastellfarben und Luftballons. Der kleine John denkt sich, oh, mehr ist das jetzt mein Gig. Ich darf nicht versemmeln. Und ist der kleine Tobi kommt schon ran. Ey, Tintenfischmann. Tintenfischmann, hallo. Tintenfischmann. Was? Spuck mal Tinte. Wenn du das noch einmal sagst. Komm, spuck Tinte. Das bringt Klicks, Bruder. Dann mache ich dir eine kleine Schwester. Juhu, meine Schwester. Ich mache dir eine kleine Schwester. So lustig, dass er damit spielt. Wahrscheinlich denkt er, das ist auch clever um die Ecke, ne? Anstatt zu sagen so, Mutter so, sagt er, ich mache dir eine Schwester. Ja, ich liebe Blutsaugen. Tintenfischmann, hallo. Tintenfischmann. Was? Spuck mal Tinte. Wenn du das noch einmal sagst. Das ist so lustig. Das bringt Klicks, Bruder. Dann mache ich dir eine kleine Schwester. Juhu, eine Schwester. Ich hasse mein Leben. Okay. Ätzender Typ. Was ist das? Apfelsaft. Gönn mal Apfelsaft. Fass meinen Tentakel nicht an. Was geizst du so? Immer schiffen. Das ist wie so ein Crumpy Clown oder so auf dem Kindergeburtstag, der überhaupt keinen Bock hat, weil ich eine Kids, die gehen so voll drauf haben und sagen, machen wir das. Sag mal ein bisschen lustig, war das schon alles, dafür wirst du bezahlt, Bro. Kinder. Whenever you're lonely, just pick up the phone and call me. I'll be there. Was gaffen Sie hier in mein Zimmer? Was? Also, wie bitte? Toilette. Ich suche die Toilette. Ich hab gerade an Raj von Big Bang Theory gedacht. Gar nicht creepy, kommt so ein Typ im. Stellt euch das mal vor, du ziehst dich so um und dann kommt so ein Typ und du guckst so, dann steht so einer da in einem Tintenfischkostüm. Ja, cool. Wie bitte? Toilette. Ich suche die Toilette. Wie perverser. Travalos, dem Tino geht's nicht gut. Tino. Tino, Schatz.
bisschen. Was ist los? Der dicke Mann, der hat dem Tino Apfelsaft gegeben. Ich lach so drüber, weil der einzige Tilo, den ich kenne, Farid Bang hat doch letztens hier diesen, da habe ich so einen, hier Tilo, den Rapper gesehen, da muss ich gerade eben so lachen, weil der hier Tilo heißt. Tilo ist auch so ein Name, ey. Das, der, also ich meine, der Rapper T-Low und dann heißt er Tilo ist... Bravallos, dem Tino geht's nicht gut. Tino, Schätzchen, sieht was gut ist aus. Los? Der dicke Mann, der hat dem Tino Apfelsaft gegeben, aus dieser Flasche hier. Oh no. Oh. Nee, der hat ihm nicht gegeben, das stimmt nicht, der ist abgezogen, legit abgezogen. Das ist doch scheiße so, ey, ist das die Jugend von heute? Was geben Sie da meinem Sohn? Apfelsaft? Nein. Muss Tino jetzt sterben? Tino ja. Riecht wie mein Papa. Ah! Oh, es ist hardcore, der riecht wie mein Papa. Das ist traurig, böse und lustig zugleich. Der dicke Mann, der hat dem Tino Apfelsaft gegeben, aus dieser Flasche. Der dicke Mann, wie er sich umdreht, wer? Ich? Was geben Sie da meinem Sohn? Apfelsaft? Muss Tino jetzt sterben? Tino riecht wie mein Papa. Ah! Oh, ich hab doch gar nichts gemacht, John! Der Arme. Ja. Hat wirklich nichts gemacht. Oh Gott, ein zweiter Perverser. Wie hast du mich gefunden? Ich hab dich getrackt, Bro. Getrackt? Oh, find my dog. Hä, warum? Jetzt müsste Martin Rütter gerade so reinkommen. So, hey, track Dings da oder so, wie der immer Werbung dafür macht. Oh, guck mal, der arme Tilo, der hat noch ganz rote Augen. Oh Mann, den komm, Bro. Wie hast du mich gefunden? Ich hab dich getrackt, Bro. Getrackt? Find my dog. Wie das mich an? Hä, warum? Ist doch normal, Mann. Die letzten 2,5 Jahre waren die besten meines Lebens. Ich hab jetzt eine Familie. Spiel einfach mit. Fassen Sie mich nicht an, Sie Psycho. Sag Daddy zu mir. Daddy! Nein, du nennst sie nicht so. Ich brauche dich, John. Das reicht, ich rufe die Polizei. Ja, genau, ruf die Polizei, Schatz. Das reicht. So, mit welchem Buchstaben? Weg allerbeste Freunde. Das wäre so lustig gewesen, wenn das gezogen hätte und wenn er damit durchgekommen wäre, oder? Oh, das ist ja lustig. Auch die obligatorische Frage muss ich, glaube ich, nicht mehr stellen, ne? Wer ist das? Das ist so, ey, Comment Section, ihr helft mir ja immer, das ist krass, ne? Ihr seid ja immer so am Start. Ich muss ganz ehrlich sagen, der letzte Song aus der Bohne gefällt mir, ist mit Abstand bisher, glaube ich, mein, ja, so kann man das ja gar nicht sagen. Aber die Songs aus der Bohne waren schon cool, da habe ich auch schon herzlichst gelacht. Aber das Ding ist, glaube ich, wirklich Next Level. Gefällt mir persönlich richtig, richtig gut. Der erste Song war Fire, auch von der Produktion her. Muah, wirklich, da bin ich ein alter Connoisseur, wenn ich da wirklich einen guten Beat höre oder gute Musik, das mir gefällt und dann noch so clever umgesetzt ist. Fire 10 von 10. Von der Storyline ist es auch mega lustig, wie ich finde. Also ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch einfach jetzt, das ist mein Humor, das holt mich ab, das hookt mich. Nein, du nennst sie nicht so. Ich brauche dich, John. Das reicht, ich rufe die Polizei. Ja, genau, ruf die Polizei, Schatz. Das reicht. John, mit welchem Buchstaben fängt allerbeste Freunde an? Was willst du von mir? Womit fängt allerbeste Freunde an? Ah. Mit A. Oh. Wie schmeckt dir? Ich glaube, es gibt keine schlechtere Option, als den Finch jetzt hier rauszuholen auf dem Kindergeburtstag. Aber auch hier, wie er die Bohne schmeißt, ne, also so wirft, Entschuldigung, Dialekt und so Umgangssprache, wie er die Bohne wirft, so, und das ist so geil, also ich weiß nicht, was das wird, ich habe ein bisschen Schiss vor der nächsten Produktion, vor den nächsten Videos, vor den nächsten Clips, ich habe so das Gefühl, wir geben da einfach Vollgas. Ja, genau, ruf die Polizei, Schatz. Das reicht. So, mit welchem Buchstaben fängt allerbeste Freunde an? Was willst du von mir? Ah, womit fängt allerbeste Freunde an? Mit A. Oh. Wie schmeckt dir? Das ist geil. Wow. Du wolltest schon immer einen Hund. Jetzt hast du morgen einen Kater. Sag ich schon, setze den Becher an den Mund. Ein Kasten am Morgen, ich bin direkt startklar. Ich war schon mit 12 so blau wie die Schlümpfe. Leben ist langweilig, ganz ohne Sünde. Wärst du der Genie und hätte ich drei Wünsche. B&B und deine Mutter ein Strumpf. Okay, sorry. Ich muss, es ist wirklich zu schnell jetzt gerade. Ich wollte gucken, also erstens mal die Transition hier, auch mit den Pupillen, ist sick. Mit der Farbänderung. Das hätte ich heute gebraucht. Ich hätte ohne Witz heute Morgen hin, so 6 Uhr morgens. Okay, Reaction Time. Popp ich mir eine Bohne. Keine Macht an Drogen, Leute. Du wolltest schon immer einen Hund. Jetzt hast du morgen einen Kater. Sag ich schon, setze den Becher an den Mund. Ein Kasten am Morgen, ich bin. Wie das heißt hier? Warte mal, ich drück gleich Pause. Direkt startklar. Ich war schon mit 12 so blau wie die Schlümpfe. Leben ist langweilig, ganz ohne Sünde. Wärst du der Genie und hätte drei Wünsche. B&B und. Entschuldigung, so, lass mal Like da, okay, Bier, since deiner Geburt, okay. Und deine Mutter in Strümpfen, hier, muss ich probieren, hab noch genug frische Zellen im Hirn, es saufen, dann kotzen, dann Kater kapiert, weil das Konterbier Herz und die Leber trainiert. Ich extras Buffet und Rave auf dem Tisch, hab in neuer Robi Babel gepisst. Kannst du das glauben, du was man gist, deine Schwester wurde in eine Socke gespritzt. Ein Tornado und wir kommen in Fahrt, ja, der zweite ist am Start und der dritte ballert hart. Vier Tornados oder waren schon acht, sind sie an die ganze Nacht und dann liegen
Okay, das Ding war jetzt wirklich ein Banger. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin leicht schockiert und leicht in der Schockstarre. Ich dachte immer, das wäre Ron B. Dings da gewesen, hier mit den 1500 Euro und so. Und das reicht ja weit zurück. Das kommt jetzt hier komplett full circle. Asphalt Massaker 4 habe ich reacted. Dann war das der eine, das Skit hier von diesem Video vom Ron. Und dann habe ich irgendwie gelernt, okay, der macht so mit dem Bier, das nennt man Tornado zünden. Irgendwie. Und da habe ich ein paar Skits von den Videos reingenommen. Jetzt sehe ich ihn hier, Finch. Macht er das auch oder macht er ihn danach? Oh, das ist aber ich, das, oh, okay, wo soll ich anfangen? Sorry. Erstens mal, der Text richtig geht. Oh, PSG hier. PSG? Ja, glaube ich, ist es, oder? Ja. Zweitens, da gibt es so viele Sachen, auf die ich jetzt gerade gerne eingehen möchte. Also, der Shot hier, mega cool. Location, mega cool. Ich frage mich gerade, ob das True sein Haus ist oder so. Sieht ein bisschen so aus, kann auch was anderes sein. So. Dann vom Songtext her, also Beat, auch hier Musik. Richtig nice, auch wenn das jetzt nicht so mein persönlicher Geschmack ist, aber es geht schon gut nach vorne und so upbeat, das mag ich. Und dann, aber sein Text da drauf und das passt so richtig gut zu ihm und das ist so schnell und so, ich guck mal, jetzt sind 5 Minuten drin, aber ich habe das Gefühl, ich bin schon eine halbe Stunde in der Reaction, okay, bin ich auch fast, aber trotzdem, es ist so schnelllebig, also ich, boah, das ist geil, mir gefällt das so gut. Dass einfach die Songs auch, ich habe ja auch gehört, by the way, die Songs gibt es ja auch auf Spotify in Vollversion, finde ich trotzdem gut, dass die das so anteasern und du bekommst Bock auf mehr. Das ist ja so dieses FOMO, ne? Dieses Fear of Missing Out. Dieses Gefühl, das du hast, oh, du musst auf jeden Fall die Vollversion hören. Das habe ich hier zum ersten Mal gehabt. Ich weiß, ich reacte schon ein bisschen länger auf Chase U-Videos, aber das habe ich zum ersten Mal gehabt. Dass ich jetzt denke, ich will auf jeden Fall die Vollversion davon hören. Denn im Hirn, es offen, dann kotzen, dann Kater kapiert, weil das Konterbier Herz und die Leber trainiert. Ich ex das Buffet und Rave auf dem Tisch, hab in neuer Robi-Babel gepisst. Kannst du das glauben, du was magist, deine Schwester wurde in eine Socke gespritzt. Auch hier ganz kurz. Ganz kurz, ich wollte nur sagen, die Kids, ne, Props an die Kids, auch sein Blick eben so, also ich muss sagen, die Kinder, die haben hier richtig gut performt, das ist schon fire. Er da hinten erinnert mich so an den jungen Paves, Pave 16, kennt ihr den? Checkt mal bei mir die Reaction auf Pave 16, Liebe und Schmerz, so, da spielt er sich quasi, oder ein kleiner Junge, ihn auch so. Ich muss sagen, die Kids haben hier richtig krass performt. Also Hut ab dafür. Neuer Robi Bubble gepisst. Kannst du das glauben? Du warst mal just deine Schwester, wurde in eine Socke gespritzt. Ein Tornado und wir kommen in Fahrt. Ja, der zweite ist am Start und der dritte ballert hart. Vier Tornados oder waren schon 8? Sind sie an die ganze Nacht und dann liegen wir im Grab. Wow. Das ist der beste Geburtstag ever. Danke. Small. Hier, für dich. Oh, oh mein Gott, Geschenke. Tino hat gelacht. Tino hat noch nie gelacht, seit sein Vater Querdenker geworden ist. Tino. Props gehen raus, auch an die gesellschaftskritischen Sachen so. Tilo hat noch nie gelacht. Das ist geil. Nur das Blut 1000 katalanischer Mauereidechsen injiziert hat und jetzt im Darm eines eingefrorenen Mammuts lebt, um sich einer unentdeckten Virenkolonie anzuschließen. Ja, Mann. Oh, wie schlecht. Ja. Okay. Die Videos werden irgendwo. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Wie gesagt, es ist ohne ironische Art und Weise, habe ich wirklich Angst, wie krass das Level steigen wird von den den Produktionen, von den Videos. Es ist so krass unterhaltsam, aber ich bin wirklich geflasht. Ich sitze jetzt wirklich da und denke mir so: Oh shit, damit hättest du jetzt wirklich nicht gerechnet. Und die sind wirklich fire. Tino hat noch nie gelacht, seit sein Vater Querdenker geworden ist. Tino, das Blut 1000 katalanischer Mauereidechsen injiziert hat und jetzt im Darm eines eingefrorenen Mammuts lebt, um sich einer unentdeckten Virenkolonie anzuschließen. Wow. Ja, wir sind wieder back. Oh yeah. Oh yeah, oh yeah. Enchanté. Enchanté, wie krass ist das denn? Je m'appelle Andy. Das war's aber auch schon. Krass. Yo, das ist fire, das Video. Oh, wie der Live-Chat jetzt wahrscheinlich abgehen wird. Ich bin innerlich wirklich am Toben. Das ist wirklich das beste Video so far. Für mich persönlich, straight up. Wir haben jetzt da noch ein bisschen, aber das ist geil. Mit dir! Squid Game! Alter, ich hab mir meinen letzten Euro für dieses scheiß Kostüm ausgegeben und keinen Cent verdient. Und was ist das hier? Ja, eine Ukulele! Warte mal, kam ihr Ukulele nicht auch in dem Video gestern bei den Piraten vor?
er sieht halt, er performt es auch so geil. Ich finde, ihm glaubst du das auch so richtig, dass er dann halt einfach auch das so fühlt, was er so sagt, weißt du? Also er ist komplett in Character. Enchanté. Komm weg mit dir! Soldat, du hast mir meinen letzten Euro für dieses scheiß Kostüm ausgegeben und keinen Cent verdient. Und was ist das hier? Eine Ukulele. Eine Ukulele. Scheiß drauf, John. Ich weiß, wie du, wir reich werden. Damit können wir die letzten Hauptvideos finanzieren. Ja, schön wär's. Aber immer, wenn du irgendwo auftauchst, passiert mir irgendwas Schlimmes. Ich verspreche dir, dieses Mal nicht. Guten Morgen. Oh, Julia Beautix, oder? Ich lerne ja auch dazu. Guck mal, mittlerweile klappt das sehr, sehr gut. Gehe ich mal davon aus. Oder ist ein epic Fail von mir. Aber Safety First, auch gut. Der Melonenhelm, woher kann ich stehen? Morgen! Warte mal, es ist fast abends. Ja, komm her. Oh shit, alles okay? Safety First, gut, dass er einen Helm getragen hat. Hey, hast du wehgetan? Nee. Nein, passiert mir ständig, genau an der Stelle. Das war mein Auge! Ich weiß. Willst du dich nicht entschuldigen? Wegen entschuldigen, die Sache ist so. Als ich 4 war damals, als mich das erste Mal jemand Julia genannt hat, keine Ahnung wieso und ich weiß auch gar nicht mehr, wer das war. Auf jeden Fall bin ich dann in den Brunnen gefallen, so komplett mit Brennnesseln voll und da ist ein Mann aus dem Wald. Cool. Heißt der Helm Nutcase? Ist das ernsthaft? Es gibt Helme, die heißen wirklich Nutcase. Mich würde es interessieren, ob das, ich google das gleich, ja, nach dem Video oder so, aber das ist ja mal, das ist echt lustig. Aus dem Wald. Cool Story, Bo, aber John, stell dir vor, ich habe herausgefunden, wie man magische Bohnen züchtet. Und haben uns immer nur einen Scheiß geritten. Ah, hast du eine Ukulele bekommen? Ich scheiß auf die Ukulele. Kann ich sie dann haben? Fass meine Ukulele nicht an. Überleg doch, John, wir haben die Bohnen immer nur eingesetzt, wenn wir in Schwierigkeiten waren. Dieses Mal würden wir ganz bewusst damit mittelmäßige Songs produzieren. Durchschnitt ist die Cashcow von heute. Bist du dabei, John? Wenn er jetzt mit den 2 Minuten, also es wäre voll lustig, wenn er noch mal ein bisschen auf die Songlänge drauf eingehen würde. Ich komme nicht über diesen Nutcase. Kennt ihr übrigens das Meme mit dieser Katze? Und entweder, was ist es? Die hat doch auch eine Melonenschreibe oder so eine halbe Melone auf dem Kopf, wo die Ohren so rauskommen. Da muss ich gerade so dran denken. Bei mir im Kopf formt sich das so krass gerade zusammen. Ich möchte gern darüber sprechen, aber das wird jetzt hier nicht Gegenstand des Videos sein, weil es, glaube ich, dann echt das Ganze in die Länge sprengen würde. Aber ich dachte mir gerade so, was ist, wenn das alles nur so in einem Universum die ganzen Storys schieben oder spielen in verschiedenen Zeitlinien oder quasi in so einer Multiversentheorie, bei denen man dann sagt, hey, gleiche Charaktere, nur anderes Universum und trotzdem überschneidet sich das irgendwie so alles, aber ich glaube, das wäre jetzt für eine andere Stelle gut eigentlich. Mit Brennnesseln voll und da ist ein Mann aus dem Wald. Cool Story, Bo, aber John, stell dir vor, ich habe heraus... Was hat sie gesagt? Das ist auch, Entschuldigung, aber ich glaube, das ist hier wichtig und es hat mit den anderen Videos zu tun. Ich habe es nicht verstanden. Was, Brennnessel, Mann aus dem Wald und so? Oh. Wegen entschuldigen, die Sache ist so, als ich 4 war damals, als mich das erste Mal jemand Julia genannt hat, keine Ahnung wieso und ich weiß auch gar nicht mehr, wer das war. Auf jeden Fall bin ich dann in den Brunnen gefallen, so komplett mit Brennnesseln voll und da ist ein Mann aus dem Wald gekommen. Cool Story, Bo, aber John, stell dir vor, ich habe herausgefunden, wie man magische Bohnen züchtet. Und haben uns immer nur einen Scheiß geritten. Ah, hast du eine Ukulele bekommen? Ich scheiß auf die Ukulele. Kann ich sie dann haben? Fass meine Ukulele nicht an. Überleg doch, John, wir haben die Bohnen immer nur eingesetzt, wenn wir in Schwierigkeiten waren. Ja. Dieses Mal würden wir ganz bewusst damit mittelmäßige Songs produzieren. Durchschnitt ist die Cashcow von heute. Bist du dabei, John? Wenn ich reich wäre, müsste ich den Kackjob nicht mehr machen. Dann kaufe ich euer Haus und dann nennt ihr mich beide Daddy. Wenn ich reich wäre, dann würde ich mir voll gerne einen Heißluftballon kaufen, damit auch Vögel meine Zeitungen bekommen. Wir brauchen... Jobb nicht mehr machen. Dann kaufe ich euer Haus und dann nennt ihr mich beide Daddy. Wenn ich reich wäre, dann würde ich mir voll gerne einen Heißluftballon kaufen, damit auch Vögel meine Zeitungen bekommen. Wir brauchen einen Ort, wo wir die Bohnen züchten können. Irgendwas Abgelegenes, eine Scheune oder so. Ich kenne da jemanden. Was? Wo? Ich fahre da mal bei meinem Zeitungsjob vorbei. Das sind ganz nette Menschen. Die loben mich immer für meine blonden Haare. Blondie nennen die mich. Ja, wo? Die Ukulele. John, gib ihm das Ding. Gib ihm? Sagt er, gib ihm das Ding? Und wo ist diese Scheune jetzt? Ariastraße, Haus Nummer 88. Ah, schon so spät. Ich glaube, ich gehe nach Hause. Oh, da willst du aber doch nicht hin. Die Ariastraße 88? Nee, hier rum. Was mit deinem Fahrrad? Ach, brauche ich nicht. Ich folge einfach meiner dünnsten Schnur der Welt. Die bringt mich immer nach Hause. Schönes Wochenende. Oh. Es ist Mittwoch. Wild. Das ist ein Wildfang, oder? Guck mal, eine Katze. Oh Mann, Ariastraße 88 klingt ein bisschen sass. Kennt ihr das noch so? Das sieht so ein bisschen aus wie, früher gab es so eine Doku bei Spiegel TV, die Ritters oder so. Das erinnert mich so dran. Nein, sind liebe Leute, wie diese Julia gesagt hat. Oh ja.
Okay. Ey, krass. Auch dieser, das ist doch so ein Tisch, den kannst du da so hochkurbeln, gell? Das ist so, und die Plüschtierchen im Hintergrund. Ich guck mal, ist da ein Rewe irgendwo versteckt oder so? Oh, Mann. Oh, hi. Hi. Schicke Wohnung hier. Auch cool von Inneneinrichtung her, sehr deutsch. Ja, mag ich. Ja, deutsch. Deutsche Flagge. Schöne Flagge. Sehr schöne Flagge. Und schön. Deutsch. Ist doch die... Deutscher Adler, oh, super Tier, mein Lieblingstier. Deutscher Adler. Der Igel. Wow. Okay, das ist, ich weiß nicht warum, aber das ist genau mein Humor irgendwie, ich find's lustig. Wir sind auch deutsch, so speziell deutsch, wie ihr. Make Germany great again. Moment, warte mal, ist das nicht der Stroppo von gestern? Hier, guck mal, der ist so... Mit langen Haaren muss man denn jetzt vorstellen. Das ist doch der von Butchers, das hab ich doch heute, hab ich doch gerade am Anfang des Videos gesagt, ist der das nicht? Ich glaube schon, ne? Weil es hieß ja, Der verwiesen Rechtsextreme? Was soll das? Wir sind keine Rechtsextreme. Nur wegen unserer brasilianischen Flagge? Außerdem ist das ein Hund. Wir sind eine Selbsthilfegruppe. Okay. Für was? Wow. Ausfall? Das Wort. Sag das Wort nicht. Hä? Was meint ihr? Das Wort! Oh Mann. Fangen wir nochmal von vorne an. Julian. Hi, ich heiße Julian. Wir wollten eigentlich nur fragen, ob wir eure schicke Scheune mieten dürfen. Aber günstig. Ja, wir sind nämlich hart pleite. Ha? Schon wieder das unerlaubte Wort? Ihr kommt ungebeten in mein Haus, macht uns fertig und jetzt wollt ihr was von uns? Nein, die Sache ist so. Ja, was? Das sind auch nicht unsere echten Haare. Ja, genau. Joe, was laberst du? Ja, wir sind oben auch kahl, ging schon ganz früh los bei uns. Sie sehen aber ziemlich echt aus. Also meine sind eigentlich auch echt. Nee, schaut mal. Ja! Ah, das tut schon mir weh. Das ist so gut. Von guten Zweck ist das, ja? Dieser Sound. Das sind so kleine Details, ne? Also ich finde, die sind extrem geil geworden jetzt mittlerweile. Einfach so, die Liebe zum Detail habe ich, was ist denn das für ein Stock da hinten? Also, aber habe ich auch schon in anderen Videos gesehen, aber das ist nochmal Next Level. Dumm. Da wummert's. Bei uns seid ihr richtig. Nächstenliebe. Für was braucht ihr denn unsere Scheune? Also wir verkaufen Bohnen, magische Bohnen, um Spenden zu sammeln für Haarbedürftige. Ich meine Schopfbedürftige. Und wir brauchen einen Ort, um die Bohnen in sicherer Umgebung zu züchten. Man merkt, ihr seid ehrliche Menschen. Dammit. Oh nein. Ist das einzig Wahre? Ja genau, wir haben auch Glatzen. Und diese Perücken tragen wir immer nur tagsüber. Eigentlich hasse ich Frisuren. Heinrich, mach mal lauter! Haare, das Wichtigste im Leben eine... Okay, das ist jetzt... GG, Freunde. GG. Ist das ein Gehstock mit einer Klingel dran? Das ist ja clever. ...des Mannes. Was bist doch du? Der sieht mir ein bisschen ähnlich so, aber ich hab... kenn ihn nicht. Nee, keine Ahnung. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Fatschina? Aber krasse Tattoos hat er, gell? So ein Chesspiece habe ich mir auch schon die ganze Zeit überlegt, wäre auch richtig sick. Hals hätte ich auch gerne, aber da bist du natürlich gleich erkannt. Da musst du ja YouTube-Millionär dazu sein. So, da musst du ja schon deine Schäfchen im Trockenen haben. Julian Fagina. Fagina, ist so lustig. Oh Gott. Das ist der schlimmste Verrat meines ganzen Dunstlebens. Nein! Du bist doch gerade erst Vater geworden! John, wir müssen die eskalieren. Jetzt! Haben Helme auf, das ist clever, oder? Daft Punk waren doch die mit den Helmen oder war Daft Punk. Oh. Ja.
es ist einfach ein Eimer oder was, es sieht aus wie so ein altes Radio oder so ein Korb. Ich glaube, das ist einfach ein Korb. Ne? Mit so, also ich muss auch hier wieder feiern, wie krass die Kostüme sind. Das macht einfach Spaß, dazu zu gucken und zu sehen, was eigentlich, also ich weiß nicht, wie euch geht, ne? Aber wie euch geht, man, ich bin jetzt auch schon im Modus drin, wie es euch geht, aber ganz am Anfang bei der Songs aus der Bohne, denke ich jedes Mal, okay, welche Künstler sind da drin? Also ich gucke die Videos, klar, wegen der Unterhaltung, wegen allem, so einen kleinen Skit, aber auch, weil ich wissen will, so, welche Musiker sind da drin und könnte mir dann sagen, wirklich für eine Vollversion auf Spotify gefallen und das ist schon geil, auch hier in diesem, also das ist schon cool. Das Lustige ist ja, ich gehe mal davon aus, dass es jetzt der Typ von den Butcher Sisters ist, ne? Und die haben auch so ein Video, das nennt sich Bauchtasche. Und das ist ähnlich trashig gemacht, deswegen fände ich es voll lustig, wenn das jetzt so eine Anleihe daran ist. Das im Insi-Modus aktiviert. Moment. 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 Hier wäre jetzt ein Revi das gekommen. Will ja nicht mehr gedisst werden. Revi will nicht mehr gedisst werden und deswegen kommt kein Revi-Diss? Oh. Ihr habt recht, kein Mensch braucht Haare. Wir sind stolz auf unsere Glatzen. Ja, Mann. Keine macht den Haaren. 30, die klingt gar nicht mal so fair. Ich habe jetzt gerade gedacht, auch wenn da steht, Revi will ja nicht mehr gedisst werden, entweder zieht das durch oder es kommt noch irgendwo, wo man es nicht mit rechnet oder bei dem man es jetzt nicht mehr rechnet, eine Szene oder so, bei der man es nicht mehr auf dem Schirm hat, dass das nicht mit reingenommen wird. Aber ey, das ist so lustig. Es ist... Aber weil wir euch fälschlicherweise für Rechtsradikale gehalten haben, ja, ist es dann doch ein fairer Deal. Genau. Und außerdem bekommt ihr noch Heilerde und Reisdünger dazu. Da wächst das Gras immer schön nach rechts. Sass. Ja. Oh. Oh yeah, Breaking Bad. Yeah. Das hat wirklich so Breaking Bad Vibes, ne? So ein bisschen ist Labor und sie züchten hier die Bohnen und ja, Curly wäre stolz. Es hat funktioniert. Sie wachsen schneller als gedacht. Von hier aus können wir unser Bohnenimperium aufbauen. Kannst du mal aufhören zu rauchen? Ich bin alt genug. Boah, das stinkt aber. Neuester Shisha-Tabak. Traube Minze? Sparky heißt der. Ach so, schau mal, was ich entdeckt habe. Hinter jeder Bohne steckt ein Musiker. Wissen wir. Check. Aber da muss doch viel mehr dahinter stecken. Apache? Ja, dann finden wir es heraus. Aber bevor wir wieder alle Bohnen verlieren. Ja, den Glatzen traue ich auch nicht so ganz. Ja, wir sollten immer eine Bohne safe haben, so als Checkpoint. Aber wo sollen wir die verstecken? Ah, ich dir, du mir? Danach ich dir, du mir? Ja. Jesus. Hier drin wird niemand suchen. Nicht so tief. Oh, was, wenn die sich aktiviert? Jetzt kommt doch die Bauchtasche oder so hinten, oder? Fanny Bag. Das ist eine fucking Razzia! Was machen die da? Hey, no king shaming. Scheiße, die Drogen sind von einer üblen Sorte. Drogen? Nein, sie verstehen das. Okay, dammit. Ich dachte jetzt wirklich, jetzt kommt so eine Bauchtasche irgendwie auf den Rücken gedreht oder so, aber gut. Ja, wir sollten immer eine Bohne safe haben, so als Checkpoint. Aber wo sollen wir die verstecken? Ah, ich dir, du mir, danach ich dir. Beide, ich dir, du mir, danach ich dir. By the way, geht es nicht alleine oder so? Oder, okay, ich hinterfrage die Sache nicht. Du mir? Ja. Hier drin wird niemand suchen. Nicht so tief. Oh, was, wenn die sich aktiviert? Das ist eine fucking Razzia! Was machen die da? Hey, no king shaming. Scheiße, die Drogen sind von einer üblen Sorte. Drogen? Nein, sie verstehen das falsch. Pommes Mayo, ich bin heilfroh. Verdammt, ein Rechtsradikaler! Nein, Rainer, du bist gerade erst Vater geworden. Ihr seid verhaftet. So, ich darf dir wohnen. Sie weinen! John, alles okay, Bro? Werde ich jetzt sterben?
Nein, das wird nur eine Beule. Bevor ich gehe, muss ich dir noch eine Sache beichten. Du wirst davon nicht sterben. Das ist echt... Wir haben es vorher noch gehabt mit dem Tino. Okay. Bruder, das ist meine Beichte. Hab unsere Serie weitergeschaut ganz alleine. Und deinem Vater gesagt, die Kippen waren deine. Und dass deine Ex einen neuen hat, wusste ich seit dem ersten Tag. Doch ich nehm nichts mit ins Grab, meine Beichte. Oh ja. Dass ich mit deinem Insta meine Foto... Oh, ist das geil. Also auch hier, ne, es ist... Erstmal obligatorisches geflasht sein. Warum? Weil die Musik irgendwie hart kickt. Ich find's cool. Aber auch so von, ich weiß nicht, die haben so ein Talent. Ich hab's ja auch mal bei Apache oder so gesagt, ne? Es ist irgendwie so krass, dass der Typ irgendwie so eine Hookmaschine ist. Bei Julian Bam ist es genauso. Ich weiß nicht. Auch von so viel Arbeit, wie da drinsteckt. Auch von der Musik her, von dem Aufwand, von Liebe zum Detail und dann in den Texten und wie die Musik dann so verpackt wird. Also ich find's geil. Und deinem Vater gesagt, die Kippen waren deine. Und dass deine Ex einen neuen hat, wusste ich seit dem ersten Tag. Doch ich nehm nichts mit ins Grab, meine Beichte. Dass ich mit deinem Insta meine Fotos like. Hab gelacht, doch deine Jokes waren immer scheiße. Ja bitte sei jetzt stark, ich war gestern Nacht mit deiner Schwester in love. Ja ich reichte. Weißt du noch, als du umgezogen bist in den sechsten Stock? Ich war nicht krank, sondern hatte halt nur echt keinen Bock. Dein Controller, der bei dir daher plötzlich... Ich glaube, das ist auch so ein Song, hundertprozentig, den ich mir reinziehen werde in der Vollversion. Es ist krass, ich glaube, meine Playlist wird zukünftig wirklich mit den Julian Bam Songs aus letztendlich den einzelnen Episoden hier gespickt werden. Hat denn jemand schon mal so einen Musiker darauf reacted? Das würde mich mal interessieren. Ich fände es voll spannend, wenn die verschiedenen Musiker auch das sehen würden. Es muss ja auch ultra lustig sein, oder? Das fand ich ja auch bei, was war denn das? Ich hatte ja accidentally mal diese TJ Beast Boy, diesen Part vom Osterhasen so, als er Jesus da gerappt hat. Habe ich nur diesen Songpart empfohlen worden in einem Livestream und habe ich mir ja auch schon gedacht, boah, ich will noch das Video gucken und da kommen wir auch noch dazu. Aber das finde ich so fire. Also ich würde mir echt interessieren, was die einzelnen Artists dann zu den Songs sagen. Ja, ich reich. Weißt du noch, als du umgezogen bist, denn in sechsten Stock? Ich war nicht krank, sondern hatte halt nur echt keinen Bock. Dein Controller, der bei dir daher plötzlich verschwunden war. Ich beichte, das ist mein Player, du schon seit 100 Jahren. Frag dich, willst du ein Kaugummi, aber wegen Mundgeruch? Mit deiner Zahnbürste hab ich mir mal die Schuhe geputzt. Und dein Netflix-Account wird von der ganzen Schule benutzt. Wenn ich schwarz fahre, sag ich deinem Namen im Bus. Wo sind sie hin? Das amerikanische Polizeiauto. Told you, Mission failed. Was? Ist doch deine Schuld, dass wir... Wer ist weggefahren? ...uns gefunden haben. Ey, schieb das jetzt nicht auf mich! Du hast noch nie was von NordVPN gehört, oder? Nee, ist das irgendwas mit Eisbergen? Fast richtig, aber da du es nicht kennst, ist deine Schuld, dass wir uns gefunden haben. Come on, warum ist das denn jetzt schon wieder meine Schuld? Du hast keine Ahnung, wie viele Leute dich über dein Handy ausspionieren, oder? Ey, das ist so geil. Ich hab's ja schon mal gesagt, ne? Was war das bei den Earbuds hier, bei den Samsung Galaxy Earbuds oder wie das war? Das war so fresh, da habe ich gedacht, oh, das macht er jetzt nicht wirklich. Jetzt hier NordVPN, ey, das ist der... Ich hab da letztens gesehen, wie du danach gegoogelt hast, wie man Pflanzen heimlich in der Scheune anbaut. Ich wollte mich halt nützlich machen. Junge, du bist total unsicher im Netz. Auf deinem Phone, auf deinem Laptop, überall gibt es Hacker. Malware, gefährliche Webseiten. Weißt du noch, wie ich vor einem Monat gehackt wurde? Darum nutzt man ein VPN. Und NordVPN ist nun mal der King auf dem VPN-Markt. Bro, machst du gerade Werbung? Ja, check es selbst mal aus. Auf nordvpn.com/studienbam. Du hast nichts zu riskieren mit der 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Das klingt echt gut. Auch hier habe ich schon mal gesagt, ne, ich finde es so extrem lustig, wenn Werbung in die, wenn Werbung eingepflegt wird sozusagen, also in den Content, in den Inhalt des Videos und die das letztendlich lustig präsentieren. Ich glaube, da ist niemand irgendwie böse darüber, oder? Also Placement, so gespickt und sehr gekonnt platziert, ist wirklich nice. Aber es hilft uns gerade auch nicht weiter. Ey, was hast du vor? Oh Mann, zu viel gelacht. Ich hol mein Oktopus-Kostüm zurück. John, nein, hör mir zu. Listen. Nein, die Bohnen können wir jetzt eh nicht mehr benutzen, um berühmt zu werden, sonst findet uns die Polizei. Was ist, wenn wir die Bohnen gar nicht nehmen? Wow, cool, Joe, danke. Ja, aber halt jemand anderes. Hm. Der nicht viel hinterfragt. Jemand, den jeder sofort ins Herz schließt. Jemand, den man ausbeuten kann. Jemand, der sowieso singen will. Ich
hatte gerade, nee, sorry, ich, weil mir Herzchen ausbeuten will, weil die Julia von vorhin war ja so ein bisschen so, ein bisschen so naiv in der Darstellung. Da dachte ich eben schon an die. Und die, vor allem die Ukulele hat sie ja jetzt, ne? Cool, Joe, danke. Ja, aber halt jemand anderes. Jemand, der nicht viel hinterfragt. Jemand, den jeder sofort ins Herz schließt. Jemand, den man ausbeuten kann. Jemand, der sowieso singen will. Ja. Was? Was? Chicken Nugget! Nein! Nein! Hab keine Zeit! Ich schwör's euch, bitte sagt mit pre-watched oder so. Das, ich versuche nur aufzupassen, versuche mir einen Reim rauszubilden. Für den Scheiß, den Schritt! Ich weiß, ich bin nicht mehr! Oh, das Herz allerliebst. Guck mal, hier wird schon jemand angezogen. Ist 10 Cent. Ja, yep. Mein Kind. Danke. Hat Ihnen das Lied gefallen? Nein. Nein. Damit du aufhörst. Oh, Hauptsache, wir singen nie ohne Bonus, sonst fliegen wir sofort auf. Komm. Wow, das klingt voll schön. Wir würden dich gerne unter Vertrag nehmen. Schade. Was denn? Ihr lügt. Sehe ich immer, wenn sein Auge so zuckt. Immer. Wir könnten dich aber zu einem Star machen. Ich meine, schau uns an. Wir können auch... By the way, wenn man die Aufmerksamkeitsspanne... Oh, eine Biene. Ich wollte nur gerade sagen, so, gefährlich, wenn man auf offener Straße angesprochen wird und jemand sagt sowas zu euch. Nichts, aber wir haben einen geheimen Trick, der uns ultra krass macht. Bist du dabei? Ja, nee, ich bin so anti-MDMA. Dafür werde ich immer so ein bisschen... War aber trotzdem schön, euch wiederzusehen. Ey, meine Gäste fühlen sich gestört von deinem Scheißgesang. Yo, da ist aber jemand, Dem Song haben sich meine Eltern scheiden lassen. Gerade eben. Danke für den Tinnitus. Das war doch der Typ von Theodor. Oder? Das ist doch der Theodor, den wir letztens auch hatten, der Smokely vertroschen hatte. Meine Eltern haben es scheinen lassen, deswegen gerade eben. Ich wollte nur mal 5 Minuten hier meine Ruhe haben. Ich habe zu Hause schon einen stressigen Sohn. Den hier. Jetzt wird Moment. Initial, mein Bauchgefühl sagt mir, das ist der Revi. Aber es kann natürlich... Okay, man dribbelt, man wirft, hofft, dass es reingeht. Der Revi das. Jetzt wirft die Alte mal raus. Ich bin der Udo und der Junge sieht wirklich sehr stressig aus. Du hast es gehört. Schluss damit. Sie kommt von Hause. Das ist meine Ukulele. Lass los. Take it, ein Tic-Tac. Cool, MDMA. Oh nein. Ist das der Moment? Okay, ich muss euch was erzählen. Mein Stream wollte, dass ich auf einen Tuttle-Song reacte. Was war denn das? Tausendmal cooler, glaube ich. Und dann habe ich gedacht, ich habe sowas gefunden, da kann ich Julian Bam noch nicht. Und ich habe gesehen, das ist auf jeden Fall so humoristisch irgendwie verarscht drauf oder so. Und dann habe ich den Song quasi vor die eigentliche Reaction die ersten 20 Sekunden und habe dann so gemacht, als ob das Tuttle wäre und es nicht wüsste, weil ihr wisst ja, Metal hat so zum ersten Mal, dann dachte ich, okay, das wäre jetzt der Künstler, die Künstlerin, whatever. Und jeder so in einem Stream. Und jetzt kommen wir full circle da zurück, ist jetzt der Moment, an dem Julia Beautics zu wie ist es? Cooler und fresh und cooler und fresh oder so, diesen Song da macht? Oder ist es was anderes? Es ist fire. Oder ist es vielleicht auch nur ein Snippet von cooler und fresh oder so? Wenn das der Moment ist, dann ist es krass full circle. Dann weine ich gerade. Ich bin wirklich emotional gerade berührt, weil das war ein paar Wochen auf dem ersten Mal im Stream Twitch so. Und ich habe gedacht, oh krass. Und es war dieser Moment. Und wenn das jetzt die Vorgeschichte oder beziehungsweise das eigentliche Video ist, ich heule gleich. Hier kommt Jay mit der Boombox. Auf Replay, weil der Beat bockt. Wie oft noch? Ich bin der Boss, aber bleib am Boden wie Crocs. Punchlines sind mein Standardskill. So wie Leon Mascher im Ring zu killen. Es ist krass, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin wirklich sehr, sehr emotional gerade, wenn du denkst, dir sowas geht mit dem ab, weil das wirklich der Moment war, bei dem ich gesagt habe, hey, das ist so full circle. Ich wusste das damals nicht einfach, dass das halt, erstens mal, dass ich Tuttle so mögen werde, seine Musik. Zweitens, dass ich irgendwann mal Julian Bam Reactions mache. Und ich komme mir gerade wirklich vor, wie in so einer Folge von
dem Chase You und ich gucke so hinter mich und hier ist so eine Kleinigkeit, die dann in den nächsten Folgen irgendwie eine Rolle spielen wird, wie beispielsweise der Kaffeedeckel in der nächsten Reaction oder der übernächsten. Und es kommt so full circle und das ist jetzt so, es ist krass. Also wisst ihr, was ich meine? Das ist so heftig für mich persönlich gerade, weil das wirklich mein Einstieg war in das Streaming, in das YouTube-Ding. Und jetzt sehe ich das mit euch in der eigentlichen Reaction danach. Aber also es ist komplett twisted und es ist so geil. Bockt wie oft noch, ich bin der Boss, aber bleib am Boden wie Crocs. Punchlines sind mein Standard-Skill. Krass. So wie Leon Mosher im Ring zu gehen. Deutsche Tiger. Ja, yeah, Mann. Das ist so krass. Ich, auch hier ein Respekt dafür, für Julia, dass man so krass das umsetzen kann, weil das ist ja so, also ich mag ja TJ Beast Boy so den Tadel richtig gerne und dem sein Stil, den finde ich halt auch wirklich so fresh und so. Und sie hat wirklich von der Betonung, von der Tonalität, von der Kadenz her, das genau irgendwie hinbekommen, diesen Style zu treffen. Das ist geil. Punchlines sind mein Standard-Skill. So krass. Deutsche Tiger anders wild. Bisschen null wie FSK bei Kinderfilm. Oh Gott. Mein Outfit ist fresh und tausendmal nicer. Brauch keinen Tesla, fick deinen Maybach. Komm in mein Fight Club, gehst ohne Eier. Weil diese Schwester ein Messer dabei hat. Ich bin cute, aber gefährlich. So wie Mew, mache dich fertig. Du bist du, aber halt mehr nicht. Das Tattoo bedeutet jetzt nerv nicht. John, sollen wir das nicht direkt filmen? Stimmt. Also ich weiß nicht hundertprozentig, ob das, ich bin mir ziemlich sicher, dass das der Song war. Ich weiß es aber nicht, weil ich es irgendwie noch anders so im Kopf habe. Oder ist es vielleicht, oder es kommt nochmal. Auf jeden Fall, das ist halt das erste Mal, dass sie so als Tuttle, als TJ Beast Boy so abgeht. Und ich bin ein bisschen maximal verwirrt jetzt, aber es ist geil. Es ist auf jeden Fall richtig cool. Ich bin cool und fresh, wie das Weiß auf Google Maps, yeah. Du bist wack, auch mit der Golduhr und Cash. Ich bin cool und fresh, ja, wie ein Tiefkühltrunk-Geschäft, huh? Full on crack, was ich mache, ist purer Flex. Wie aus dem Nichts landet Julia in den YouTube-Trends und hat jetzt schon mehr Klicks gemacht, ja, als ich mit all meinen Videos zusammen. Ist das, Bro? 140, oh, das ist der Counter. Okay, YouTube-Play-Button, den würde ich auch mal gerne haben, aber das ist, dann, das ist noch ein langer Weg, jo. Also für sie würde ich sofort das Ufer wechseln. Geil, aber wenn Julia... Oh, den kennst du doch. Das ist doch hier so mein Metier, ey. Ja, jetzt noch das White Noise reversen würde, dann wäre es perfekt. Von Zeitungsausträgerin zum Rapstar in einer Woche. Das ist meine Erfolgsstory. Das muss ich sofort meinem Freund erzählen. Er ist ein bisschen älter, aber die Liebe ist echt. Ich... Wie hart eskalieren wir? Ja. Ich hab doch gesagt, du sollst mich nicht mehr anrufen. Fuck, jetzt muss ich meine Nummer wechseln. Er ist so süß. Stopp, stopp. Ich habe ja gelernt, drauf zu achten. Entweder hat das jetzt gar nichts zu tun oder es gibt noch die eine oder andere Randinformation. Ja, der gute Paul, das ist crazy, ey. Was, wen haben wir da drin? Moment, Montag, 22.51 Uhr, was ist der Hintergrundbild? Das ist irgendwie geblurrt oder so. Das Geilste hier, NordVPN, ja, Spotify, Galerie, PlayStation. Ich muss gucken, was ich drauf hat. Eine Nachricht auf Insta, okay, sorry. Ich wollte einfach nochmal durchgehen, ob ich da irgendwas verpasst habe oder so. Okay. Er ist so süß. Ah, ist schon so spät. Ich glaube, ich gehe mal nach Hause. Die Leine, ne? Mit meiner letzten Schnur der Welt. Ja. Schau mal, John, hab ich mir Künstler. Von unserem ersten Cash gekauft. Der neue Eternal Gods Bam Shop. Ist heute in den Shop gekommen, ey, nicht dein Ernst. Was denn? Ich hab ihn mir halt abgekauft. Auch gekauft, du hast mir nachgekauft. Oh. Ist doch egal, Mann. Aber ey, du hast recht. Es hat funktioniert, das mit Bohnen. Julia, jetzt müssen wir nur noch aufpassen, dass niemals ohne Bohnen singen. Oh. Was? Sorry, auch hier. Manchmal gehen die Sachen einfach so schnell, da will ich wirklich drauf achten, weil nicht, dass ich mir im Nachhinein in den Allerwertesten beiß. Okay, das war sie wirklich. Julia Bad Axe hat ein Live-Video gestartet. Oh, was? Julia ist live! Schau mal, was ich mir alles gekauft habe. Oh nein. Sie wollte, dass ich singe. Ja, oh nein. Problem. Sie singt. Oh. Mich würde interessieren, ob das wirklich ein Live-Video bei ihr auf dem Channel war. Also, weißt du, was ich meine? Wenn sie dann quasi so wirklich live geht und sie filmt es so und jeder denkt sich so, okay, krass. Ohne. Ich. Oh nein. Oha, ihr seid voll gemein.
Ich will euch ja nicht bannen. Oh, jetzt habe ich euch gebannt. Tut mir leid. Ich habe gar keinen Stripper bestellt. Schneller, John. Polizei, ich habe keinen Stripper. Mach hinne. Der Heißluftballon. Der Heißluftballon. Boah, die hat sich echt einen Heißluftballon gekauft. Solange wir nicht damit fliegen müssen. Komm jetzt, John. Die Ball, ne? Oder sie? Die Tür wurde aufgebrochen. Julia! Julia? Oh, shit. Hallo? Julia! Was ist hier passiert? Oh Gott! Ju, guck! Das Geschenk von meinem Sohn! John, komm mal her! Guck mal! Ist es ein Samsung-Handy? Wen haben wir entführt? Kidnapper? Kidnapper? Oh. Polizei? Polizei? Oh, scheiße, Mann! Ich erinnere mich an das Floating Device im Parkhaus. Bro. Sie sind wieder zurück. Hat Rezo damit was zu tun? Oh, das ist Monsieur Pete. Das ist doch dieser Monsieur Pete oder so, oder? Wow. Wow, 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 meine Freunde. Jetzt wird's aber richtig krass. Wow, das hat mich heute abgeholt. Das war eine Feier-Episode. Ich glaube, mein Highlight war Tilo, Finch und natürlich Julia zum Schluss. Obwohl alle Songs geil sind. Der erste, ach stimmt, eigentlich hat mich diese Folge legit wirklich alle gekickt. Diese Folge, diese Episode hat mich wirklich alle Songs gekickt und ich dachte mir, yo, das ist ziemlich feier. Oh, wir müssen über so viel reden. Ich würde über so viele so... Ich bin platt. So langsam, also hier, ich habe heute wirklich versucht, nicht so oft zu pausieren, aber trotzdem sind wir schon fast bei einer Stunde. Ich finde es aber trotzdem geil und ich hoffe, euch hat es gefallen, Leute. Wenn dir das Ganze gefällt, lass mir doch gerne ein Abo und ein Like da. Stopp, halt, bevor du jetzt gehst, ich habe hier ein wunderschönes Video für dich präsentiert und zusammengefasst. Das ist jetzt mittlerweile draußen, aber hier würde mich wirklich freuen, wenn du mal draufklicken würdest. Da habe ich versucht, so ein bisschen ein kleines Dankeschön zurückzugeben, einfach mal die letzten paar Wochen in Worte zu fassen, einfach so, woher ich komme, so was so meine Hintergründe sind vom Streaming, von was ich damit zu tun habe, wer ich überhaupt bin, was ich da so mache, warum ich jetzt hier Julian Bam Videos so mache und so. Einfach ein kleines Dankeschön im Sinne von, ich wollte einfach mich mal bedanken. Ihr seid wirklich großartig. Ace Squad, Julian Bam Fanbase, vielen lieben Dank. Ich appreciate es wirklich so krass. Und ey, ich würde jetzt am liebsten das nächste Video aufnehmen. Ihr seid so geil. Ey, sorry, ich bin wirklich sprachlos. Heute hat es mich richtig weggebombt und geflasht. Wow. In diesem Sinne, meine Freunde, wir sehen uns im nächsten Video. Das heißt, morgen 19 Uhr. Bis dann. Und ach so, ganz wichtig, bevor du ausschaltest, jetzt hätte ich fast was verpasst. Ich werde nicht jedes Video als Live-Video machen, weil ich nicht immer zu Hause bin, beziehungsweise Zeit habe. Das war, ist nur mal so ein Gedanke. Das heißt also nicht wundern, nicht jedes Video wird irgendwie live oder so sein. Aber ich habe es ja schon mal gesagt. Nee, das sage ich im nächsten Video. Hier, einmal für dich. Und es wird spannend. Bleib auf jeden Fall dran. Betrifft den Mann im Mond. Bis zum nächsten Mal. Bye, Andi.